Hallo ihr Lieben, schon lange gab es kein Video mehr von mir, hat den einfachen Grund, dass mein Kameramann und ich sehr beschäftigt waren in letzter Zeit und einfach keine Zeit dazu hatten. Und heute ist ein nicht so schöner Tag, es regnet ein wenig, es ist ein bisschen kühl, nachdem wir zwei Tage wirklich sehr, sehr schönes Wetter hatten, im Garten gearbeitet haben und sehr, sehr fleißig waren, sind wir heute zu dem Entschluss gekommen, wir kochen etwas, aber wir brauchen noch etwas, was uns von innen wärmt. So kam die Idee auf ein Chili, aber natürlich ohne Fleisch, sondern dieses Chili machen wir mit Räuchertofu. Es wird auch schön pikant werden und es wird uns schön wärmen und ich hoffe, dass es für euch eine Idee und Anregung ist, es einfach mal nachzukochen. Der Grund des Chilis besteht natürlich auch darin, dass wir einen Feiertag haben, nicht einkaufen gehen können und im Kühlschrank nicht mehr ganz so viele frische Zutaten sind, sodass der Vorratsschrank herhalten musste und erstaunlicherweise doch noch sehr schöne Sachen gefunden und perfekt alles für ein Chili da. Also werden wir jetzt mal loslegen und ein Chili zubereiten. Jetzt befinde ich mich schon mitten in den Vorbereitungen. Ich habe bereits zwei Zwiebeln geschält, zwei Knoblauchzehen von ihrer Schale befreit und jetzt wird das Ganze noch ein wenig gewürfelt. Dazu braucht man natürlich wieder meine Brille. Man kann jetzt schön relativ gleichmäßig Würfel schneiden und man sieht hier hinten, da ist der Strunk noch komplett, so dass es nicht sich auseinanderfächert und auseinander driftet. Und jetzt kann man wirklich schöne Würfelchen schneiden. Das letzte Stück bleibt dann allerdings stehen, das kann man dann nicht mehr schneiden, das kann man nicht mehr festhalten. Das muss man entweder in eine Gemüsebrühe verwerten, entsorgen oder was auch immer. Das letzte Stück bleibt immer stehen und mit der zweiten Hälfte verfährt man genauso. Da sie nicht korrekt halbiert ist, wird man jetzt noch einen Querschnitt machen, aber auch nicht bis hinten durch. Und dann, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, nie ganz bis hinten hindurch schneiden, sondern wirklich nur so ein Stückchen dann ungefähr stehen lassen. So. Jetzt habe ich tränenreich zwei wirklich sehr scharfe Zwiebeln gewürfelt. Jetzt werden wir noch zwei Knoblauchzehen durch die Knoblauchpresse drücken. Ich weiß, da scheiden sich die Geister. Die einen sagen, oh, darf man nie machen. Die anderen sagen, ach, das ist doch kein Problem. Wir sind keine Sterneköche. Wir können es auch mal durch die Presse schicken. Bei der Suche nach Essbaren habe ich im Kühlschrank noch ein halbes Glas getrocknete Tomaten gefunden und ich finde, sie passen hervorragend in ein Chili, geben noch ein bisschen was Fruchtiges und Tomatiges ab. Und jetzt werde ich dieses halbe Glas getrocknete Tomaten noch schön in Streifen schneiden. Kann ruhig ein bisschen größer werden, die Stücke, also diese Streifen, so in der Dicke ist vollkommen ausreichend. Es muss nicht ganz so fein sein, weil wir haben ja auch die Bohnen, die ein bisschen größer sind, wir haben stückige Tomaten. Das soll ja eine Art Eintopf sein und keine pürierte Cremesuppe, also ruhig ein bisschen was zum Kauen und Beißen. Jetzt sind die Vorbereitungen schon fast abgeschlossen, damit wir alles in den Topf werfen können. Jetzt habe ich hier noch das Stück Räuchertofu. Das werde ich mit der Gabel zerbröseln, sodass wir die Illusion von Hackfleisch haben. Das ist ein ganz einfacher Trick. Ich muss meine Brille aufsetzen, sonst ist es etwas schwierig. Das lässt sich sehr einfach machen, dann passt die Gabel so ein bisschen hier vorne an, dass man Druck ausüben kann und dann kann man wirklich so Stück für Stück den Räuchertofu runterbröseln. Da wo es ein bisschen schwieriger ist, natürlich da diese Haut, aber auch das lässt sich mit einer Gabel sehr gut zerkleinern. Man sieht schon, man hat hier eine wunderbar bröselige Struktur, die dann später mit den Zwiebeln schön knusprig angebracht. Das wäre jetzt das Endergebnis. Wunderbar zerbröckelte Räuchertofu. Zu guter Letzt bereite ich schon mal die Kräuter vor. Die werden jetzt ein wenig klein geschnitten, klein gehackt, kommen aber erst ganz zum Schluss ins Chili rein, damit sie ihre Farbe behalten und ihr volles Aroma abgeben und die Öle nicht verdampfen und verkochen. Ganz wichtig, frische Kräuter immer erst zum Schluss dazugeben. Rosmarin zupfe ich ab und dann wird er einfach nur in kleine Stückchen geschnitten, bisschen schwierig, aber das geht alles. Und es duftet einfach schon ganz herrlich. Es gibt nichts Schöneres als
frische Kräuter klein schneiden. Ich sammle die Kräuter alle in einem kleinen Schälchen. Müssen wir auch nicht trennen, weil sie ja alle zusammen in das Gericht auf einem Schwupps hineingeschüttet werden. So, Finger sind noch dran. Jetzt geht's los. Ich habe mich in eine Schürze geworfen, ganz wunderbar. Habe einen großen Schuss Olivenöl in einen Topf getan. Das Olivenöl ist schon warm. Jetzt füge ich die Zwiebeln und den Knoblauch dazu. Das Ganze wird dann ein wenig angeschwitzt, ein bisschen klarig dünsten. Das reicht. Bei etwas höherer Hitze den Tofu und die Zwiebeln gemeinsam anbraten. Tofu und Zwiebeln haben jetzt eine schöne Kruste ergeben und jetzt werden wir nach und nach die anderen Zutaten dazugeben. Wir fangen an mit der Tomatensoße, damit sich das noch ein bisschen vom Topfboden loskochen kann. Gleich ein bisschen rühren. Ja, wunderbar. Sehr schön, man hört schon, wie sich das jetzt hier vom Boden löst. Und das ist ganz wichtig, diese Kruste. Dann haben wir nämlich ganz schön die Röstaromen. Aber wie gesagt, aufpassen, fleißig rühren. Wir wollen ja eine schöne Kruste und keine verbrannte Geschichte im Topf. So, als nächstes kommen die Bohnen dazu mit der Flüssigkeit aus der Dose. Weil wir brauchen für ein Chili natürlich auch ein bisschen Flüssigkeit. Wenn die Kichererbsen drin sind, wird alles schön durchgerührt. Und jetzt wird es ganz spannend. Wir brauchen ja auch ein bisschen Schärfe. Dafür habe ich ja diese kleine getrocknete Chilischote, die wirklich immer sehr viel Schärfe abgeben. Die werde ich jetzt einfach hier reinbröseln. Und jetzt soll das Ganze, ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal 10 Minuten leicht köcheln. Gehen dabei mit der Temperatur ein bisschen runter. Machen den Deckel drauf. So, und lassen es 10 Minuten köcheln. Jetzt sind wir im Finale. Wir werden abschmecken. Das Chili hat ungefähr 10 Minuten bei mittlerer Temperatur vor sich hingeköchelt, nochmal schön ein bisschen Geschmack dadurch gewonnen. Und jetzt wollen wir das Ganze finalisieren. Als erstes kommt ein wenig Zitronenabrieb rein, weil jedes Gericht braucht Säure, Süße und ein bisschen Schärfe. Und diese Zitrone gibt dem Ganzen eine Frische. Und für die Säure werden wir natürlich auch gleich noch ein wenig Saft reinpressen. Wir nehmen ungefähr eine halbe Zitrone, darf man den Abrieb dann verwenden. Ich mache es immer so, ich drücke es einfach in die Hand und dann werden die Finger so leicht geöffnet, kann der Saft durch, aber die Kerne bleiben in der Hand. Jetzt noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Mit der Schärfe warten wir, wenn wir einmal abgeschmeckt haben. Nicht, dass wir jetzt noch Chili nachlegen und eigentlich ist es schon scharf genug. Aber Salz wird man in jedem Fall brauchen und ein bisschen Pfeffer werden wir auch in jedem Fall brauchen. So werden wir schon mal einen Grundstock reingeben und schon mal anfangen damit zu würzen. Und jetzt haben wir hier einen sauberen Löffel zum Probieren. Und schauen, ob alles soweit stimmt. Ja, ich finde auch die Schärfe, mir reicht es. Man kann es natürlich dann wirklich nach Geschmack machen. Manche möchten ja so ein scharfes Chili, das einem die Zunge wegbrennt.
Ich habe ganz gerne Schärfe, dass ich die einzelnen Zutaten noch gut schmecken kann. Also für mich ist es richtig, aber jeder so, wie er es möchte. Man kann diese getrocknete Chili nehmen, man kann eine frische Chilischote nehmen. Auch Sambal Oleg wird gerne benutzt, um Schärfe an Essen ranzubekommen. Also da sind euch alle Möglichkeiten offen. Jetzt zu guter Letzt werde ich noch die Kräuter hineingeben. Unsere vorbereiteten Kräuter alle auf einmal, schwupps. Und das Ganze dann nur noch kurz unterheben. Und das war's schon. Und jetzt können wir eigentlich unser Essen genießen. So, das Ganze ist jetzt schon fertig zum Anrichten. Ich mag es sehr gerne, wenn wir das in so ein Schälchen reingeben. Dazu kann ich empfehlen, ein Stück Baguette. Es reicht auch völlig, dass man so isst. Das ist alles drin, was wir brauchen, um satt zu werden. Wir brauchen also jetzt nicht noch irgendwie Reis dazu kochen oder groß Brotscheiben abschneiden. Das ist völlig ausreichend, aber wer möchte, um es ein bisschen aufzustütten, dem würde ich empfehlen, sich einfach ein, zwei Scheiben Baguette dazu zu gönnen.